Seien wir mal ehrlich, wer sieht nicht gerne zu, wenn eingebildete Kämpfer, die ihre Gegner verhöhnen, in der Mitte des Kampfrings endlich das bekommen, was sie verdient haben? Das ist etwas, das wir alle spannend und nachvollziehbar finden. Wenn Kämpfer ihre eigene Medizin zu spüren bekommen, verleiht es dem bevorstehenden Kampf einen besonderen Nervenkitzel. Wir alle lieben es, wenn in unserem Lieblingssport für Gerechtigkeit gesorgt wird. Und deshalb haben wir eine Sammlung von Momenten zusammengestellt, in denen sofortiges Karma in den Mixed Martial Arts eine große Rolle spielt. Stürzen wir uns also in diese unvergesslichen Momente. Nummer 10. James Gallagher vs. Ricky Banderas. In diesem denkwürdigen Matchup vom August 2018 trat James Gallagher, der oft mit einem Conor McGregor-Imitator verglichen wird, gegen Ricky Banderas an. Gallagher war bekannt für sein freches Trash-Talking und seine Bemühungen, McGregors extravagantes Auftreten zu imitieren. Vor dem Kampf versuchte er, sich in den Kopf seines Gegners hineinzuversetzen. Doch wie das Sprichwort sagt, Gerede ist billig. Als es dann zum eigentlichen Kampf kam, mussten Gallaghers Fähigkeiten für ihn sprechen. Trotz seines selbstbewussten Auftretens und seiner Versuche, Banderas einzuschüchtern, hatte Gallagher Mühe, seine Worte mit einer Leistung im Ring zu untermauern. Im Laufe des Kampfes wurde klar, dass Banderas sich von Gallaghers Psychospielchen nicht beirren lassen würde. In einem kritischen Moment übernahm Banderas die Kontrolle und schlug Gallagher mit einer gut platzierten rechten Gerade zu Boden. Damit nicht genug, besiegelte er den Sieg mit einem präzisen Sidekick, gefolgt von einer Reihe von Schlägen, die keinen Zweifel am Ausgang des Kampfes ließen. Nummer 9. Verbale Auseinandersetzungen gehen nach hinten los. Unser nächster Moment führt uns zu einem Kampf voller Spannung. Ein Kämpfer war unerbitterlich in seiner verbalen Kriegsführung, in der Hoffnung, seinen Gegner psychologisch zu verunsichern und sich einen Vorteil zu verschaffen, bevor der Kampf überhaupt begonnen hatte. Er schien darauf aus zu sein, so viel Müll wie möglich zu reden, weil er glaubte, dass dies den Ausgang des Kampfes bestimmen würde. Als jedoch am Abend des Kampfes die Stunde der Wahrheit kam, nahm die Situation eine dramatische Wendung. Der Kämpfer, der sich während des verbalen Schlagabtauschs relativ zurückhaltend verhalten hatte, ließ seine Fäuste sprechen. Was folgte, war ein brutaler Schlagabtausch, der sich wie eine Form der Gerechtigkeit anfühlte. Dieser Fall zeigte deutlich, dass im MMA die Leistung innerhalb des Käfigs oft mehr zählt als die Worte außerhalb des Käfigs und dass Taten in der Tat lauter sprechen als Worte. Nummer 8. James Gallagher vs. Ricky Banderas. Im August 2018, während Bellator 204, wurde die MMA-Welt Zeuge eines perfekten Beispiels für sofortiges Karma, als James Gallagher gegen Ricky Banderas antrat. Im Vorfeld des Kampfes sagte Gallagher kühn seinen Sieg voraus und erntete dafür die Unterstützung der Fans in den sozialen Medien. Seine Zuversicht und seine Vorhersagen ließen es wie einen leichten Sieg erscheinen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Unmittelbar vor dem Kampf kam es zwischen Gallagher und Banderas zu einer hitzigen Auseinandersetzung, bei der Banderas seinen Gegner anschrie. Sobald der Kampf begann, verschwendete Banderas keine Zeit, um Gallagher eine Portion Karma zu servieren. Er ließ Gallagher schnell zu Boden gehen und ließ einen sauberen Tritt folgen, der zu einem unerbittlichen Ground-and-Pound-Kampf führte. Der Kampf endete schnell und Gallaghers Selbstüberschätzung spielte eine wichtige Rolle bei seinem Untergang. Nach dem Kampf konnte sich Gallagher nicht mehr an viel erinnern und gab zu, dass er sich an den Tritt nicht mehr erinnern konnte. Dieser Moment erinnert uns daran, dass im MMA Arroganz in Demütigung umschlagen kann und dass Vorhersagen keine Garantie für einen Sieg sind. Nummer 7. Ben Nganjian vs. Julian Wallace. Der Kampf zwischen Ben Nganjian und Julian Wallace, ein Meisterschaftskampf im Bantamgewicht, fand im März 2014 statt. Vor dem Kampf, während des traditionellen Staredowns, versuchte Julian Wallace, in den Kopf seines Gegners zu gelangen. Er streckte seine linke Hand aus, drückte sie gegen Bens Nacken und warf ihm einen einschüchternden Blick zu. Wallace schien sich sicher zu sein, dass er sich einen psychologischen Vorteil gegenüber Wynn verschafft hatte. Ben reagierte jedoch anders, indem er ein subtiles und zaghaftes Lächeln aufsetzte. Das zeigte, dass er sich von der Einschüchterungstaktik nicht beeindrucken ließ. Als der Kampf begann, wurde schnell klar, dass Wallaces Angeberei nicht für einen Sieg ausreichen würde. In einer verblüffenden Wendung der Ereignisse brauchte Ben nur 25 Sekunden, um zu beweisen, dass Arroganz allein kein Garant für Erfolg im Mixed Martial Arts ist. Er besiegte Wallace schnell und erteilte dem übermütigen Kämpfer eine bittere Lektion darüber, wie man seinen Gegner unterschätzt und sich ausschließlich auf psychologische Taktiken verlässt. Nummer 6. Joe Harding vs. Johan Seegers. Im Februar 2017 war der Titelkampf im Federgewicht zwischen Joe Harding und Johan Seegers bei BC MMA 18 von Hardings Vorliebe für Showboating geprägt. Während des gesamten Kampfes zeigte Harding extravagante Bewegungen, darunter Spott und das Berühren der Handschuhe, bevor er angriff. In der dritten Runde schlug das Karma jedoch sofort zu. In seiner typischen Angebermanier holte Harding zu einem Schlag aus, entschied sich aber stattdessen zu sticheln.
Seagas nutzte die Gelegenheit und verpasste Harding einen verheerenden Kopfstoß, der ihn auf den Boden schickte. Seagas ließ es nicht dabei enden, sondern beendete Harding mit einer Flut von Schlägen, die er am Boden austeilte. Nummer 5. Conor McGregor Imitation. Im dritten Moment treffen wir auf einen Kämpfer, der die Imitation auf eine ganz neue Ebene hebt, indem er versucht, Conor McGregors ikonischen Look und Stil zu imitieren. Seine Bemühungen waren jedoch von katastrophalem Erfolg gekrönt. Ein einziger kräftiger Schlag ließ ihn wie vom Blitz getroffen auf den Boden fallen. Dieser Fall unterstreicht, dass es nicht ausreicht, nur zu reden und einen legendären Kämpfer zu imitieren. Im Achteck müssen die Kämpfer ihre Angeberei mit echtem Können und Fähigkeiten untermauern. In diesem Fall war das Ergebnis eine deutliche Lektion in Sachen Demut, die deutlich machte, dass die Rolle des Conor McGregor nur dem Mann selbst vorbehalten ist. Nummer 4. Anderson Silva vs. Chris Weidman. Im Juli 2013 ereignete sich einer der kultigsten Momente des MMA, als Anderson Silva bei UFC 162 gegen Chris Weidman antrat. Silva, der für seine Showeinlagen und seine innovativen Schläge bekannt ist, hatte schon oft mit seinen Gegnern gespielt, indem er sie mit Gedankenspielen verunsicherte. Doch dieses Mal ging Silvas Angeberei nach hinten los. Während des Kampfes führten Silvas Sticheleien und Ausweichmanöver schließlich zu seinem Untergang. In der zweiten Runde nutzte Whiteman Silvas Mätzchen und landete einen linken Schlag, der die brasilianische Legende zu Boden brachte. Als Silva zu Boden ging, nutzte Whiteman die Gelegenheit und beendete den Kampf mit einer Reihe von Schlägen, die er mit Bodenkontakt ausführte. Nummer 3. Mentale Kriegsführung geht nach hinten los. Dieser Kampf ist ein klassisches Beispiel für einen Kämpfer, der die mentale Kriegsführung auf die Spitze getrieben hat. Vor dem Kampf versuchte er mit allen Mitteln, die mentale Abwehr seines Gegners zu brechen. Beim Wiegen ging er aufs Ganze und versuchte, seinen Gegner zu übertrumpfen. Er machte provokante Gesten mit der Waffe direkt vor dem Gesicht seines Gegners und kurz vor Beginn des Kampfes versetzte er ihm sogar einen Körpertreffer. Alles in dem unerbitterlichen Bestreben, einen mentalen Vorteil zu erlangen. Doch als der eigentliche Kampf begann, wurde schnell klar, dass er seinem Gegner einfach nicht gewachsen war. Was folgte, war ein einseitiger Schlagabtausch, bei dem er mehrfach zu Boden ging. Der Ringrichter hatte keine andere Wahl, als einzugreifen und ihn vor weiterer Bestrafung zu bewahren. Dies ist eine deutliche Erinnerung daran, dass übermäßiges Selbstvertrauen und eine übermäßige Konzentration auf mentale Spiele in der unbarmherzigen Welt des Mixed Martial Arts zum Untergang führen kann. Nummer 2. Aaron Chalmers vs. Corey Browning. Im Februar 2019 trat Aaron Chalmers, ein relativ neues Gesicht im MMA, das von einer Schauspielkarriere kam, bei Bellator Newcastle gegen Corey Browning an. Chalmers hatte in der MMA-Welt Aufmerksamkeit erregt, aber seine Unerfahrenheit zeigte sich in diesem Kampf. Chalmers ließ Browning zu Boden gehen und feierte vorschnell, weil er dachte, er hätte den Sieg errungen. Dieser Fehler erwies sich als kostspielig, denn Browning zeigte sich widerstandsfähig und geschickt. Browning führte in der dritten Runde gekonnt einen Fersenhaken aus, der Chalmers zur Aufgabe zwang. Nummer 1. Falsch eingesetzte Provokation. Unser letzter Moment betrifft einen Kämpfer, der die unglückliche Entscheidung traf, Dominic Reyes zu verspotten. Zu diesem Zeitpunkt war Reyes ein aufstrebender Kämpfer, der dazu bestimmt war, um UFC Gold zu kämpfen und möglicherweise gegen den legendären John Jones anzutreten. Für diesen Gegner war es jedoch eine Chance, sich an jemandem zu rächen, der versucht hatte, ihn zu provozieren. Die Antwort von Reyes war sowohl schnell als auch brutal. Mit einem perfekt ausgeführten Kopfstoß kam der Kampf zu einem plötzlichen und brutalen Ende. Dieser spektakuläre K.O.-Sieg bescherte Reyes ein Highlight, das sich schnell verbreitete. Er zeigte, dass es in der Welt des MMA zu raschen und verheerenden Konsequenzen führen kann, wenn man den falschen Gegner verspottet. Welcher Moment hat euch am besten gefallen? Schreibt es uns in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren. Bis bald!